Was muss ich denn jetzt machen? So ein Dreck. Wie komme ich von hier zurück? Jetzt ist da gehen. Toll. Aber wo muss das Gel hin? Wo muss ich denn überhaupt hin? Wo ist der Ausgang nochmal? Nein! Gut, dass da ein Brett ist. Wo ist der Ausgang? Da. Ah, das heißt, ich muss mit dem Gel irgendwas da drin anfangen. Nein! Oh. Oh. Knapper Scheiß. Alles voller G machen da. Moment. Hä? Ach, gut. Ha! Jetzt bin ich schon mal hier. Die Frage ist dann halt nur... da wieder rüber gucken. Ja, die Pfeile zeigen nach da. Ich muss aber da irgendwie springen, um dann nach da hinten hin zu fliegen quasi. Aber dazu muss ich es schaffen, da ein Portal hinzuschießen, so, ne? Jetzt leckt's. Oh. Ach Leute, übrigens, ich habe ja, das habe ich, nein, das wisst ihr noch gar nicht. Oh Leute, sorry, aber, oh, was ist da los? Warum leckt's denn jetzt gerade so? Ohne Witz, was ist jetzt los? Alter, komm mal klar. Leute, warum leckt das denn jetzt so? Hä? Was ist da los?
Oh nee, Alter, pisst mich an, dann pisst mich an. Also apropos Laggen, ich kann in 1 Stunde und 12 Minuten meinen neuen Arbeitsspeicher endlich abholen. Leckt gerade ja mega, ey. Warum das denn jetzt? Ja, komm, Alter. Nee, da hab ich ja jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Hör auf zu laggen. Alter. Oh, wisst ihr was, ey? Ich mach gleich hier weiter. Okay, Leute, da bin ich wieder zurück. Ich habe das Problem jetzt gelöst. Meine Festplatte ist mir vollgelaufen. Ja, eine 1 TB Festplatte ist mir jetzt vollgelaufen, weil ich noch richtig viele Fraps-Dateien von Need for Speed hatte und von MW3. Das war nochmal 140 GB, die da weg mussten. Und dann habe ich die gerade weggelöscht und jetzt geht's wieder. Deswegen war auch gerade so scheiße. Alles tut mir wirklich leid. Wir finden jetzt aber hier an selber Stelle zurück. Selbe Stelle, selbe Welle. Ich hatte gerade die Lösung, als ich aufgehört habe, aber jetzt habe ich wieder vergessen. Was hier? Warte mal. Ich dachte schon, mich ruft jemand hier, aber na, wieder falsch gedacht. Einmal weiter hoch. Ey. Ach genau, ich musste da hoch. Richtig. Okay, wie kriege ich jetzt den Speed hier? Ach so, hier oben. So. So. Ups. Hä? Das war wohl nicht genug Speed. Wie kriege ich genug Speed? Hey! Okay, wie kriege ich genug Speed? Ach, muss ich vielleicht so? Bringt das was? Ja, so und dann vermutlich ich hinterher, ne? So vielleicht. Jawohl. Der Kaffee von vorhin enthielt übrigens fluoreszierendes Calcium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Calcium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen, denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Okay, gut zu wissen. Ja. Sehr gut zu wissen. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt noch aufnehmen können, weil ich auch gleich noch... also erstmal, wenn die Festplatte gleich vielleicht wieder volllaufen wird, obwohl ich habe jetzt 140 GB frei. Ich denke mal, so werden wir jetzt nicht zocken. Aber vielleicht ist das Maß bei mir gleich wieder voll und ich fange wieder an rumzuflamen. Nein, natürlich nicht. Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir raus operieren. Macht mich das tot? Nein, ist das Wasser? Ist ja schlecht animiert. War Kritik. Ui. Okay, das hat nichts gebracht. Ich muss dahin. Okay. Erste wichtige Frage, wie komme ich da hin? Okay, das heißt das Zeug löscht irgendwie. Das geht hier aus. Ich will da hoch. Wie komme ich da jetzt?
ich möchte da gerne hoch. Au. Freunde. Das ist keine Stückfehler. Moment. Ganz viel Glück. Bitte, bitte sagen. Geht so nicht. Aber vielleicht. Nein. Drecksgitter. Hä, der Schleim ist doch auch da durchgeflogen. Ach, der ist wahrscheinlich durchs Gitter durchgeflogen. Leute. Ich muss mal kurz meinen Fuß kratzen, der juckt schon wieder. So. Wie machen wir das jetzt? Puh, überleben. Ja, wisst ihr, Portal ist kein spannendes Let's Play. Das ist langweilig. Also, nicht langweilig, aber halt nicht so actionreich. Wisst ihr, wie ich mein? Ach, da oben sind, da ist ein Hebel. Da ist ein Hebel. Da ist ein Hebel. Ja, ich bin Intelligenzbolzen, würde ich sagen. Krabbel. Gut, was macht der? Der macht das für eine kurze Zeit aus. Wie lange? Okay, etwas länger als gedacht. Das heißt, wir müssen jetzt einen Plan entwickeln, wie man dann von am schnellsten so dahin kommt. Wisst ihr, wie ich meine? Vermutlich da eins hin. Und dann schnell dahin laufen. Jawohl. Ja, wer ist der Pro? Ich bin der Pro. Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Okay, remember. If a future tries to warn you about this test, don't listen. Okay, ich höre sowieso nie zu. Oh, wie süß Mini-Tröpfchen vom Gel. Ja. Okay, das bringt nichts. Ich kann das Zeug umleiten. Aua. Hier, jetzt geht es da oben an die Wand. Das soll aber nicht an die Wand. Das soll... Wo geht denn jetzt kein Portal hin? Das Zeug hin, das Glibberzeug. Wo muss ich überhaupt hin? Da oben hin. Wie komme ich, wie komme ich denn jetzt von der... Boah. Ah, ich glaube... Ich habe nicht verstanden. Hä? Ich weiß nicht, ich gehe mal nach oben gerade hin. Aua! Ah. Schlauer Ole. Schlauer Joku.
rechts hier oben. Kacken gehen. Kacken ist gut, ja. Ja. Nee, ernsthaft, was mach ich hier? Oh, jetzt leckt's schon wieder. Momentchen. Ja, okay, meine Frames brechen schon wieder ein. Ich vermute, die Festplatte ist irgendwie doch zu voll. Ich beende die Aufnahme hier und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme vom Portal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, bevor mir hier die Festplatte in die Luft fliegt. Durch die oben die Ohren fliegt, meine ich. Durch die Luft fliegt die Festplatte. Bis gleich. Ciao.